So, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Bretonen. Weiter geht's. Die nächste Folge ist immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. So, also in der letzten Folge hatte ich gesagt, der große Krieg um das letzte bisschen hier noch, ne, beginnt. Wir haben die Armeen bereits ready gestellt. Obwohl, ich sehe gerade, dass er hier noch ein bisschen komisch unterwegs ist. Eine Armee steht hier. Eine Armee ist hier. Obwohl, das ist eigentlich zu unseren Gunsten, ne? Könnt mit dem vorher den noch wegmachen. Oh, da sehe ich eher düster. Folgen und angreifen. Ne? So, der hier oben ist kein Problem. Okay, also. Möge es beginnen. My magic is yours. Ich stecke noch ganz schnell alles, was noch geht. Das maximal rauszuholen. Heilung hier rein. Ich muss ganz kurz gucken, was passiert, wenn die ihm jetzt wirklich den Krieg erklären. Eine Runde noch, okay. Das ist nicht schlimm. Ja, er wird ein Riesenproblem damit haben. So, wir können bei ihm noch ein bisschen, indem sie sagen, Herr Mitsu. Machen wir das. Säulen. Können wir ihm die noch abknöpfen? Nö. Wahrscheinlich will er wirklich alles behalten. Schade. Agreed. So, jetzt sind wir die auf hoch. Ne? Wir sind um 1 gerutscht. Und sehr hoch auf hoch. Weil wir diese eine Runde noch gebraucht hätten. So, holen wir uns das hier. Yes. Und damit. Okay. The lady wills it. Wie weit? I see much. I have seen the way. Death to the enemy. Ja, damit sind die auch mal Geschichte. Also nice. Prophetess. Ist die Frage, ob wir die auf dem Meer noch schnell killen. Dann wäre wirklich das Allerwichtigste. Also die wichtigsten seiner Armeen sind damit Geschichte. Ja? Rüstung noch hier. What is your behest? Yes. Very well, if you insist. Dann flitzen wir hier schon mal weiter. Ich muss kurz gucken. Also wir haben die hier drinnen und die Knappen. Das heißt, die verstärken die Knappen nochmal. Hier einfach Nahkampfangriff, Nahkampfangriff, Nahkampfangriff. Die dürften doch jetzt schon eins weiter sein, jawohl. Okay, warte mal ganz kurz. Das ist eine Hauptstadt, nicht wahr? Nein, Isa ist die Hauptstadt. Das ist eine Nebensiedlung. Lord of Bretonia. Das würde ja heißen, entweder gehen die auf Dschungel, See oder Legendär. Ja, waren hier eine Belagerungsschlacht bei beiden. So, und wahrscheinlich hier auch, oder? Ja, das heißt, wir haben dreimal die Belagerungsschlacht. Wenn wir also Isa holen mit ihm, dann kriegen wir das hin. So, ihn versuchen wir noch zu catchen. Ich weiß nicht, vielleicht fleht er, vielleicht nicht. Ja, er fleht. Ungünstig. Richtig weit. Hallo? For the lady. So, sagt eine mannhafte Niederlage. Nicht mit mir. Nee, nee. Das kriegen wir irgendwie schon gedeichselt. Hier haben wir noch den grünen Ritter dabei.
Ja, der hat einen Stegadon. Also ein gesegnetes. Das wird spannend. Oh ja. Vail Trebuchet! Peasant Bowman! What do you mean? I serve the lady! Meine Damen und Herren, der grüne Ritter kämpft für uns. Das ist einfach nice. Quickly, lads! Post haste! March! Ja, fahr die zuerst mal hier hin, bitte. Swiftly! Und solange die Katapulte noch nicht schießen, wird er sich auch nicht in den Angriff bewegen. Und das nutzen wir noch ganz genüsslich, ganz chillig aus. Wir lassen die Magie noch ein bisschen regenerieren. Ich glaube nämlich nicht, der hat keine Magie, wenn ich mich nicht irre, richtig. Das heißt, wir profitieren von der Zeit, ne? Wir lassen den hier hochticken. 30. Wir stellen mal die Katapulte anständig auf. Ah ja, da war ja was. In the light of the lady! Quickly! Wow. We fight! For Bretonnia! Hold steady! Very well! With haste! Ja, das ist ein Problem, ne? Na ja, gut, dann werden halt ein paar Bogenschützen leiden, das sei es drum jetzt. Die Chamäleonschleiche. Die müssen wir nach Möglichkeit ausschalten. I see much. Here we go. Fail Trebuchet! Hero of Bretonnia! We have met before! Your command! I serve the lady! Okay. For my lady! Magie dürften wir eigentlich schon overall genug haben. Ein relativ simplen Grund, weil wir den Zauberstab haben, den wir immer wieder einsetzen können. Speeds!
Ja. Ganz mies. Fortune favors you. Honor the lady. Knights of the Iron. Swiftly. Das haben sie verdammt gut gemacht. Hail for the king. Fortent. Forthwith. Ready to destroy. We are ready for the lady. Ready for battle. Die, fiends. Alle zusammen. Ich fliege dann noch schnell drüber für Nahkampfabwehr dann. Soll hier mit angreifen, bitte. Spearmen at arms! Knights in arms! Und nochmal rein. Yes! Magie, bitte. Danke. I call thee for! Hurry! Okay, ich glaube, wir haben es größtenteils. It is done! Slay them! Peasant bowmen! Shields, I. Ah ja, das hätte ich noch aktivieren müssen, ne? Hier wahrscheinlich auch. Ja, jetzt wird es das Ende sein für ihn. Jetzt haut er richtig Schaden rein. Swiftly. For the king. My lord. I. Jetzt ist die Muni aber. Ihr müsst zurück. Bowman ready. Oh, kann sein, dass sie jetzt weg sind. Noble knights. Attack! I see much. A pace. We serve the king. Come on, lads. Ja, zum Glück haben wir den Knight hier, ne? Grünen Ritter. Okay, jetzt bricht's. Na gut. Dann kennen die wieder in die Offensive, weil die eh gleich fliehen. Na gut. Kriegen wir noch die hier nach hinten? Das wäre mega nice. Wenn wir die noch schnell killen können. Ich sehe gerade, sie haben gar noch nicht aufgegeben. Bretonia! We have met before. Men of Bretonia! Battle ready! Yes. Knights errant! I serve the lady! Ja, viel wichtiger ist, dass sie das Stegadon hier töten. Heroes of Bretonia! Ihr werdet es dann nachher sehen. Der hat gut Schaden gemacht, tatsächlich. Kurz Nahkampfreflexion noch rein. Ihr kriegt nie Schüsse. You say, spearmen at arms.
Anlag. Er hatte ja lange für 50 Monate, Mann. Das Stegadon getötet? Gut. Shields! Ei! I see much! Noctan ready! My gifts are yours! Jesus Christ, wieder immer noch, ne? Mach jetzt tot! Petonia needs me. Might of a lady. Consume them. Stich doch zu, Schlag, töte ihn! Gut, alles zurück. Alles weg. Der Ritter soll das tun. Hier, 102 hat er getötet, nur von hinten. Er hat nur von hinten reingeschossen. Er hat 66 gekillt. Sind die jetzt noch weg? Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Okay, aber das bedeutet auch, dass seine zweite Armee hier groß weg ist. Und er vor allem weg ist, mein Gott. Und der wollte einfach gar nicht sterben. Selbst der grüne Ritter hat nochmal richtig Schaden gekriegt, nachdem er reingerannt ist. Okay, knapp. So, wir segeln zurück. What is your behest? Der grüne Ritter Magieschaden hat. Ja, hat er. Und Frost. The lady will sit. Mehr Lebenspunkte hier. Devotee of the lady. So, okay, dann haben wir ihn noch nicht bewegt. For now, yes. Pious. Das ist klar gewesen, dass das passiert da. Macht nichts. Wir müssen noch schnell Korruption bereinigen, weil das brauchen wir hier eh. Deswegen war der Einzige, der gegen Gorok Schaden gemacht hat, dann viel zu viel sogar sie. Ah, Tatsache, da ist so viel. Holy shit, ja, das erklärt's. Ich meine, ihr wusste, er ist ein Biest, aber das ist schon heftig. So, die Knappen verstärken. Truppen mehr auffüllen. Nahkampfangriff. So. Lässt sich auch nochmal upgraden, sehr schön. Da was bauen will. Jetzt erstmal hier weiter noch das Geld ausbauen. Okay, also ist noch eine Armee, die uns gefährlich wird, die hier. Die ist durchaus in der Lage, was einzunehmen. Ist zwar nicht groß, aber also die zwei sind nicht ohne. Schauen wir mal ganz schnell. Also die würden Frieden wollen. Only the dedicated. I rule everything. Not this time.
Aber nee, das Ziel ist eigentlich, dass wir das noch holen. Want to slit throat? Und dann gehen wir zurück. Machen sie hier und gehen hier den durch. Das ist das Ziel. Auch wenn wir hier noch einen Feind haben, der eigentlich weg müsste. Aber sie kriegt das scheinbar hin. Sie kriegt das tatsächlich hin. We have met. There is much to discuss. Wenn sie ihnen das hier entreißt, dann sind die tot. So. Tiefe Runden verbleibend 3. Er ist noch aktiv. Market Mall. Okay. Of chivalry demand I hear you. Zwergenbier würden wir dadurch kriegen. Welche Boni überhaupt die Ritterlichkeit geben? Können wir Maß drüber, kann ich nachher kurz machen. Die Ritter werden höher ausgebildet. Korruption geht zurück. Überall Führerschaft, also der Mut. Und ja. Also hier ganz am Ende hast du, dass alle Kommandanten Questgelübde schon abgeschlossen haben, die Einheiten Erfahrung kriegen. Und immer eins drunter, jeweils. Es ist überschaubar, im Boni, was man kriegt. Pyrus, ja, das ist gekauft. Ich dachte, das muss ich jetzt noch selber kämpfen. Armored in faith. Das sind ordentliche Boni, ja. Also vor allem, wenn du fertig bist, dass alle einfach Erfahrung kriegen, ist halt schon krass cool. Lord. So, dann machen wir ihn stärker. Alberic wird zum Büst. Ja, werden sie mal auch noch ein bisschen stärker, aber wahnsinnig viel kann man bei dir auch nicht mehr machen. Schon mega stark. Dann Korruption bereinigen, damit wir die Vampirkorruption hier noch einen Ticken schneller wegkriegen. Und dann später die Skelvenkorruption, also eigentlich überall. Überall immer was. Passive Fähigkeit, hat er jetzt die passive Fähigkeit gekriegt? Er ist nicht hier aufgelistet, das ist hier aufgelistet. Ja. Aber nur wenn ich auf dem See, auf der See kämpfe. Nur dann ist es aktiv. Das Wasser heilt mich. So, also, was hatten wir hier? Hier wollte ich ja tatsächlich noch Blitzschlag. Fortune favors you. Your coming was foretold. My strength and wisdom are yours. If the lady wills it, it shall be so. Wir gehen gemeinsam mal zu der Brücke. Vielleicht traut er sich zusammen, mich hier dann anzugreifen. Dann könnten wir ihn an der Brücke ordentlich mit den Blitzen und allem töten. Oder das ist Brücke. Ich bin jetzt einfach auf der Brücke. Wenn er mich da jetzt angreift, dann ist es hoffentlich bei der Brücke. Hab ich schon Brücke gesagt? Brücke.
Protector of the realm. Do you know who I am? Very well, if you insist. Lord and hero, do you know who I am? Sie immer sagen, do you know who I am? Ja, Mann. So, mehr Rüstung für alle. Zuerst das Geld. Immer zuerst das Geld. Denn das regiert die Welt. Und in einer Runde könnten wir das um 1 upgraden. Dann machen wir das. Dann können wir da nämlich auch die Rüstungsschmiede reinmachen. Darum ist das attraktiv. Very attraktiv. So. Eine Windmühle. Ich wäre froh, wenn ihr jetzt wieder Steuern zahlt. Ihr habt es lange genug keine mehr gezahlt. Wir machen hier mal schnell eine Trinkstube rein. Könnte ich mir eigentlich für alle größeren Dings angewöhnen, Trinkstube reinzumachen. Wenn ich nicht weiß, was ich bauen soll, mache ich eine Trinkstube rein. Ich glaube, das ist ganz gut, weil das dehnt sich auch aufs Nachbargebiet aus. Kriege ich es hin? Aufs. Irgendwo hatte ich noch was offen. Trinkstube machen wir hier rein. Denn das dehnt sich auch aufs Nachbarsgebiet aus. So. Okay. Wir sind noch nicht weit vorangekommen, aber wenn er das einnimmt, dann haben wir das hier mal gesaved, ne? Hier ist dann noch die Gefahr, dass jemand durchbrechen kann. Da blockieren wir sofort, damit er nicht rekrutieren kann. Was hier noch gemacht wird, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er hier durchbricht, müsste er den ganzen Weg gehen. Das heißt, die Seite ist einigermaßen safe. Das hier ist ein bisschen besorgniserregend. Könnte da noch durchbrechen, aber ich schau mal. So, ich hoffe sehr, dass die zwei mich jetzt angreifen. Vielleicht kriegen die dadurch noch den Segen. Das wäre supi. Can I assist? King of Kings. Shield of Athaloran. Yes. Was machen die zwei Zwerge denn da? Ist mit Waldelfen im Krieg, mit Orks im Krieg, mit Waldelfen, mit Vampiren, mit den Menschen. Er ist mit Klein Moors im Krieg, mit dem Halbmond. Dann ist er noch mit der blutigen Hand im Krieg und mit dem Goldorden. Was zum Kuckuck? Was machen die Zwerge denn da? Ja, sie haben zusammen 11 und 10 What? Siedlungen. Was jetzt nicht gerade wenig ist. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Die einzigen Freunde, die Zwerge haben, sind andere Zwerge. Warum er im Krieg mit dem Imperium? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Bow before the rightful lords of the realm. Stehe ich jetzt im Goldbuch, weil ich Nein gesagt habe? Erklärt er mir jetzt auch den Krieg? Nicht schon wieder. Das ist mein. Es ist tief faszinierend. Verwünder, da greift die Siedlung an, ja. Er geht mit 2. Er hat sie. Die sind tot. Damit kann ich von hier weg jetzt. Lord of Bretonia. Sallying forth. It shall be so. Striking out. Agreed. Echt? Ich kann so weit gehen? Okay. Will ich mit Leon Köritz schon? Ich würde eigentlich schon gerne wissen, was Sache ist bei ihm. Wir forschen es mal, aber
Ich darf die Forschung nicht abschließen. Wir machen das mal so. My reputation precedes me. Armored in faith. Scheiße. Wie gehe ich denn jetzt hier vor? Protector of the realm. Also er belagert das hier. Punkt. Knapper Sieg. Und dann haben auch drei ihr Gelübde abgeschlossen. My strength and wisdom are yours. Oh nice, können wir sofort ausbauen. Here we go. Ressourcen, Heilpflanze, Wachstum, Lustverstärkungsrate. Na moin. Also, ein Gelübde. Na, warte, war das hier? Ja, sehr schön. Okay. Töte 5 feindliche Kommandanten im Kampf. Here we go. Das schließt sich von alleine ab dann. Feindliche Kommandanten im Kampf töten. Nett. Negrals. Die Knappen noch stärker. Ich glaube, dass wir mittlerweile schon so viel Rüstung haben, dass es für fast alle Fraktionen super schwierig wird, uns zu killen. Do you know who I am? Hi. C'était court. Wer bist du, ich mit deinen Gelübden? Wunderbar. Ah. Haben wir überhaupt noch eine? Hyas. Das ist noch eine Hauptstadt. Aber ich dachte, auch er braucht das noch, ja. Und du wahrscheinlich auch, jawohl. Das heißt, er hat gar nicht mehr genug Hauptstädte, die ich da noch... Hat die noch. Hm. Dann ist der nächste, den wir machen hier... Ja, also zuerst mal ganz kurz hier, ne, Punkte vergeben. Grenschmaus. Also, Sieg auf See. Weil ich denke, dass wenn wir gegen Piraten kämpfen, das ja auch als Sieg auf See gezählt wird. Also nicht die, die rumschippern, sondern wenn wir einen Wrack looten. Weil sie streng gesehen auch eine Seeschlacht ist. Ja, der braucht noch zwei. Sorceress. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Ich schicke sie mal hier hin. For the lady. You honor me. I have seen the way. Death. Ich habe noch befürchtet, dass die Unterstützung nicht kommt. Das hat gerade nicht gereicht von der Reichweite her. Aber wenn ich mich hier zurückziehe, lasse ich die andere offen und dann kommt der mit beiden. Das heißt, die Armee muss sterben. Hat er irgendwas, was er auf Distanz benutzen kann? Nee. Aber die Unterstützung kommt aus meinem Rücken. Kommt aus meinem Rücken. Sie, die Unterstützung rennt auf der Rückenseite von uns rein. So, wenn sie aus meinem Rücken kommt, dann habe ich ein echtes Problem. Zwei Minuten. Da
Ich weiß, was ich mache. Suchen so schnell wie es geht nach vorne. Spearmen at arms! Infantry! Gut. Knights errands! We are ready! Lord of Bretonia! Armed and ready! Run! Clear him! A base! Noble and pious! Knights errant! Boon knights! Noble knights! On to glory! We serve our liege! To war! Valiant Lord! Man sieht etwas anders. Ich nutze die, das hier. Fighters! Dass ich hier zu mir hoch muss. Die Bogenschützen sollen sich hinstellen. Wenn er stehen bleibt, ist in Ordnung. Dann reiten wir das hier zuerst tot. Knights errant! With haste! Full tilt! Und die Magierin ist nicht so schnell. Du bleibst mal hier. Rock mit seinem wunderschönen Einhorn. Jetzt bewegt er sich. Honor before glory. Dann schicke ich euch zurück, um die hier abzufangen, die von der Seite nämlich ganz gefährlich. Rein lurken schon mal. Das hat er gut gemacht, dass jetzt in die Offensive geht. Priestess of the Lady! Armor in faith! Knights errant! At once! Battle pilgrims! Bretonia! For the king! Charge! Tonya! Slay them! Knights of Bretonia! Orders? Ready for battle! Fortune favors you! Post haste! For my lady! Bye. It. Awaiting orders! Show us the foe! Battle ready! Understood! Mal kurz raus, dann nochmal rein. Oi! Boundless valor! On to glory! Ready! Attack! Sind leider gepanzert, hm? Run them through! Hurry! It shall be! Lord of Bretonia! Annihilate them! Quick march! Heroes of Bretonia! Knights errant! At once! At speed! Dann alle da mal schnell weg. Weil in mir bricht hier die Linie gerade zusammen. Here to serve. Priestess of the Lady. For the King. Hail. Battle calls. Knights errant. The Lion's Wheel. You require magic? Ah, oui. Battle ready! Legendary paladin! True Bretonian! Priestess of the Lady! Swiftly! Knights errant! We obey! Arm! Faith is my armor! See the power! Child of light! Peasant bowman! Ja, mach mal schneller hier.
Lord of Bretonnia! With haste! Peasant bowmen! Withdraw! Smite them! Heroes of Bretonnia! Wo waren die Questritter, als die Front fiel? Ja. Ride them down! For the king! Orders! Get those commoners! Quickly! For Bretonnia! Battle ready! God help us! Sieht nicht so schlecht aus für uns. Peasant bowmen! Run and throw! Honor before glory! Peasant bowmen! At speed! Maiden for the lady's mercy! We serve the lady! Okay, kriegen wir da noch. Please die step up the lady! Wieder. Ja. Jetzt wenn sie es nicht hätten. Noble and pious! Paladin of Bretonnia! Attack! Awaiting orders! Peasant bowmen! Ready for battle! For Bretonnia! Moving a base! Priestess of the Lady! Anon! Hätte reinblitzen. Knights errant! Slay them! Wie reiten die hier um? Knights of the Realm! Einmal außenrum, geht wieder zurück. Okay, okay, wir haben's. Huh! Knights errant! Get him! Peasant bowmen! Run and throw! Armor in faith! Figur. Müssen wir eigentlich noch kurz wegmachen. Oh, hätte auch in die Hose gehen können, hey, Wahnsinn. Okay, also. Ja. KI hat eigentlich ganz gut reagiert, ne? Nicht gewartet, bis ich hier die Verstärkung töte, sondern hat, als wir gesplittet waren, angegriffen. Ist eigentlich, war ein schön, also der Move war schön anzusehen von der KI. Das hatte irgendwie noch was. Okay, die sind vollständig tot, vollständig tot, vollständig tot. Wahrscheinlich auch vollständig tot. Die haben überlebt. Ja, die Gralspilger, ne? Kämpfen gefühlt bis zum Tod. Ich kenne nix. Deswegen hat die Linie auch so lange gehalten. Die Jungs. Ich glaube sogar, dass wir wegen denen die Linie so lange halten konnten, bis die Reiter wieder als Verstärkung drin waren. Ich glaube, dass ohne sie hätten wir es nicht hingekriegt. Also der regeneriert hier gerade noch, aber wenn die die Stadt einnehmen, kann er nicht mehr regenerieren. Diese Männer können sich eines Segens gewiss sein. Für ihren Heldenmut wird die Herrin sie schützen. Ja, wohl absolut verdient, würde ich meinen. Halbe, halbe. Mhm.
Okay, die Herrin schützt uns, das ist schön. Ah, magische Reserve natürlich. Windstoß nehmen wir auch mal rein, einfach, dass ich noch ein bisschen mehr Zerstörungszauber habe. Weil ich immer was Günstiges brauche zum Durchpfeifen. My sight is yours. Jetzt ist er sehr geschwächt an beiden Stellen, das ist sehr gut. So, hier wollte ich ja anfangen, solche Sachen reinzumachen noch. Nehmen wir das mal hier rein. Warte, das wollte ich eigentlich ausbauen. Krieg ich die 7000 noch zusammen? Nö. Die sie eh nicht zusammenkriege, scheiß mal. In der nächsten Runde dann. Ah, das müssen wir abreißen. Das wollen wir das hier rein. Hm, ein Erlass. Wunderbar. Das geht raus da. Sehr gut. Okay. Also, wenn sie jetzt das noch einnimmt, was ich sehr gut fände, wenn das passieren würde. Ah, die Zwerge haben das hier noch eingenommen. Auch sehr schön. Oh! Make it snappy, I've got word! Snappy. It is time! Mich ärgert es etwas, dass die Zwerge auch noch mit den Menschen Krieg führen. Also hier oben muss das, hier oben muss völlig, das muss völlig am Arsch sein. Das muss absolut am Arsch sein da oben. Wenn die Menschen noch gegen die Zwerge Krieg führen, wer unterstützt denn noch die Menschen? Wahrscheinlich niemand mehr. Das ist so. Karl Franz ist da wahrscheinlich am Hustlen. Richtig. Ohne eine Chance auf Erfolg. Der Ritter reist ab. Sein Dienst getan. So Protector of the realm, blessings of the lady be upon you. Destroy them. My strength and wisdom are yours. So. Flammenattacken. Das ist nichts. Abreißen, abreißen. Do you know who I am? It shall be so. Dann gehen wir noch schnell auf schneller Basis. Uns gesichert. Okay, es ist nur noch das. Er hier, er hier, er hier. Gut ist. Verteidigung scheint so, mein Lieber, ne? So, zack, 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 zack. Das geht alles schnell. Da kommen wir nämlich, also die Reichweite haben wir tatsächlich. Bin ich mir fast schon überlegen, von den Zwergen das hier noch abzukaufen. Wärt ihr bereit, das abzudrücken? Zwurak.
Ja, wenn wir mit ihnen handeln. Also machen wir das. Weil dann können wir hier nämlich das machen, Kontrolle, Wachstum und Einkommen. Dann stabilisieren wir das Gebiet. Ansonsten wird es etwas schwieriger werden, finde ich, glaube ich. So kriegen wir das gut hin. So, Nano steigt hier nochmal auf. Was gebe ich dir denn? Du bist auch schon verdammt stark. So, wen habe ich vergessen? Euch habe ich vergessen. Natürlich habe ich euch vergessen. Feindjäger, Feindjäger, Feindjäger. Rock kriegt hier noch Ausweichen. Dann kommen wir hier nachher zu den guten Zaubern. Also der mega starke. Okay, bauen wir das noch aus. Devotee of the Lady. Da rechnen doch keine Sau damit, dass der jetzt hier steht, ne? Einmal noch Ausrufezeichen Held, der Kommandant, den wir hier dazu holen. Rettungszauber mit 5. Protector of the realm. Do you know who I am? The Maiden kann ich hier leider nicht holen. Ich kann das leider nicht unterstützen noch irgendwie. Protector of the realm. Lord of Bretonia. Ich will noch ein paar Sachen rausnehmen, die wir dann halt verschieben müssen. Okay, immerhin mal. Also, dann haben wir dieses Helden, dieses Kommandanten. Das ist Graffiti. Das dürfte der zweite sein, ne? So, vom Gelübde her sind wir schon recht weit, das ist gut. Sieg auf See. Ja, wir machen mal Sieg auf See, das ist nämlich sicherer. Dann marschieren, inspirierend. Und dann machen wir die Knappen direkt mal stark. Fellow Bretonian. Citra does not serve. King of Kings. The Queen of Tides! Portal! Ready the swordfish! Ja, nun wird er sich das jetzt hier um den Nagel reißen. Ich meine, das, was er jetzt hier drin hat, das ist gut. Das ist eine doch starke Armee. Nicht zu unterschätzen. Graffiti wird jetzt damit beschäftigt sein, hier einfach eine Armee zu sein, die in der Garnison verteidigt. Ja, schau ich das an. Holy shit.
Es ist viel Nahkampf, das ist gut für uns, wenig Distanz. Lass mich in Ruhe. Wir haben bald den Dschungel vereint. Endlich. Dann kann ich die Armeen da nämlich abziehen. Es sind jetzt 4 Armeen, die da in Anführungszeichen blockiert sind. Wir halten die Stellung, das ist gut. Das brauchen wir vor allem auch. Machen das mal schnell so. Dann nehmen wir die zwei noch rein. Die hier noch rein. Ja. My reputation precedes me. Attack! Was ist jetzt dein Ziel? Willst du das jetzt einnehmen hier, Junge? Not. Blessings of the Lady. Wir fegen über das Land hinweg. Very well, so, ich glaube, das war die Armee, die ja noch ein Dings einnehmen muss, genau. My reputation precedes me. My strength and wisdom are yours. So, damit haben wir das auch. Protector of the realm. What is your behest? I will indulge you. My reputation precedes me. Leonker. Alter Schwede. Und ihn noch stärker. Zählt es auch fürs Gelübde für alle Armeen, die in der Schlacht anwesend waren? Nein, ich glaube nur für die, die Belagerung, also nicht die, die als Verstärkung reingekommen sind, sondern wirklich nur die, die sie angeführt haben. Oder die Armee, die es angeführt hat. Dachte ich zumindest, da bin ich aber nicht 100% sicher. Do you know who I am? Ja. Exactly. Moment mal. Da haben wir doch Eisen. So, das und das. Wir bauen die Idee noch aus. Teuer genug. Bretonen lieben einen Schinken. Ja, wahrscheinlich schon. Lieben eher einen saftigen Schinken als einen sandigen Kuchen. Ich versuche mein Bestes hier. Dass er jetzt halt hier mit so einer riesigen Armee aufgefahren ist, ne? Aber das ist es auch. Er geht jedes Mal aufs Schiff und dann setzt er uns hier unter Druck.
Wenn wir jetzt Glück haben, geht er nicht in unsere Richtung, sondern geht hoch. Dann setzt er Réponse, heißt sie, glaube ich, unter Druck. Das könnte sie zu einer Konföderation mit uns verleiten. Weil jetzt aktuell brauchen wir sie nicht mehr als Bollwerk. Sartossa fällt. Albrecht ist auf dem Weg, um die Hauptstadt von Clan Skryre einzunehmen. Korn ist gerade vernichtet worden. Wasch mich jetzt. Ich habe dir doch den Befehl gegeben, das einzunehmen. Lord and Hero. Not logical. Honor before glory. So, die brauchen noch eine Belagerungsschlacht, die sie einnehmen müssen. Pyrosieg. Spielt jetzt echt keine Rolle. Obwohl, doch. Frau Bretonia! Also, Lee noch als, als Unterstützung dazugehen. I will indulge you. Honor and glory. Nur bei der anführenden Armee hast du schon mal getestet. Ja, das dachte ich mir auch fast schon. So, damit sind die Gelöbnisse durch. Ja, feindlichen Kommandanten besiegen. Auch für dich. Feindlichen Kommandanten besiegen. Einmal hier noch. Dann hoch. Und dann besitzen sie nichts mehr. Blessings of the Lady be upon you. Damit. That is not warranted. Lord. For the lion. Ich ziehe mal weiter. Mal schauen, wie er reagiert. Wenn er es einnimmt, gehen wir ihn kaputt machen. Wenn er es nicht einnimmt. Ja, okay. Guardian of Bretonia. Huch! Heilige Kriege. Bretonia bleibt als Hüter von Ehre und Ritterlichkeit standhaft. Doch eine letzte Herausforderung wartet im Ödland, der alten Welt. Unser König bereitet sich auf eine Schlacht größeren Ausmaßes vor und ruft den Heiligen Krieg aus. Teilt euren großen Tugenden mit. Teilt eure großen Tugenden mit uns und führt die Ritterorden zu ihrem endgültigen Sieg über den Feind. Dieses schmutzige, elende Volk hat schon... Ja, die Orks sind für uns eigentlich fast mehr die Bedrohung als die Chaos-Horden. Die Garnison hätte unterstützt. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht besiegt hätte, sondern sie wäre geflohen und dann hätte ich wieder eine Runde für nix gehabt. Wir machen die grün heute. Okay, das müssen wir nicht sofort machen, das können wir auch bei Zeiten dann machen. Ja, mal hier, die Armee ist jetzt überschaubar. Ja, aber wir sind doch schon hier am Ende angekommen. Was will ich jetzt hier noch 2000? My strength and wisdom are yours. Ja, wir gehen dann kurz in den Gewaltmarsch hier rein, falls er das angreift und es einnehmen kann. Die Truppen sind nicht maximal stark. Ich kann zur Schlacht nicht porten, ich muss hinlaufen. Warum hat es dann Teleport? Nee, doch, wenn ich ihn aus der Siedlung rausnehme, kann ich hinteleportieren. My reputation precedes me.
Hat man mit Upgraden davon? Jetzt dachte ich mir, dass wir irgendwo noch eins haben, das auf die 4 hoch kann. Das ist halt ein bisschen mühsam, wenn man immer das eine bauen muss, damit man dann das andere bauen kann. Dann baut man immer so mühsam hin und her und hin und her und muss man jedes Mal gucken, wo habe ich was schon gemacht. There is much to discuss. Sie geht gerade zurück, weil sie sieht, dass die Skelfen hier böse reindrücken. Und ich persönlich hoffe, dass er hier gleich weitergeht und nicht hier hingeht. Und das werden wir jetzt dann gleich sehen. Und ganz kurz gucken, was der Handel sagt. Jetzt nicht einfach blind mit allen handeln. Den sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ein. Die Forscher noch ändern, danke, dass du sagst. Wir gehen hier mal schnell runter. Bin noch nicht ready, um hier. Ja. Wenn ich hier ein bisschen durchgebrochen bin, dann. Und wenn das hier definitiv fertig ist und wir schon anfangen überzusetzen, dann machen wir das. Da kann ich nämlich schon zwei volle ausgebildete Armeen hochschicken, vielleicht sogar 3. Eventuell 4. Dann ist gut. Ja, er sitzt im nächsten drinne. Okay, ja, nimm es bitte ein. Setz dich rein. Schade. Ich hatte gehofft, dass es einnimmt. Das hätte nämlich dazu geführt, dass wir ihn hätten angreifen können und direkt die Innersiedlung vernichten. Das war nämlich der Gedanke, den ich hatte. Deswegen habe ich sie extra nicht angegriffen, weil ich gehofft habe, dass sie die Stadt nehmen, dass ich zurück kann, dann ist die Armee tot und dann kann ich weiterziehen. Weil jetzt ist es so, dass sie immer so weit weg ist, dass ich sie nicht kriege. Eine Siedlung wird belagert, oder? Ja. Die Hypogreife sind schon ready. Oh, nice! Hypogreif-Ritter. My strength. Die gesamte Garnison stirbt, ja. Okay. Das mit den Porten schnell prüfen. Kann ich gerne schnell machen. I have seen your heart. Making my way. Ab auf die Meere! Do you know who I am? Du kriegst einen Spezialauftrag, Cyberzwerg. Ich will nämlich das hier einnehmen. Dann sind wir der absolute Herrscher der Meere. Blessings of the Lady be upon you. Onward! Very well, if you insist.
Machen wir das mal so. Dann gehe ich jetzt zurück und versuche den noch aufzuhalten. Muss ich fast. Also warte schnell, dann testen wir das noch mit dem Teleportieren. Ja, hier, guck. I go thither. So, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Überall wieder ausgebaut. Das wollte ich eigentlich schon ganz lange machen. Nein, irgendwas anderes, wo ich was genau, was Sinnvolles bauen kann. Was noch mehr Geld gibt. Ich meine, wir machen schon 30.000, aber hey. Ja, ist immer gut. Einer erklären, was sein Plan ist. Zolt, Protector of the Oak. Die haben 8 Siedlungen. Sie kehrt gerade zurück. Wenn die Skaven jetzt in die richtige Richtung gehen, dann tun sie uns sogar noch einen Gefallen. Ja, dann ist es. Da bin ich jetzt noch vorsichtig. Du hast so viele Feinde, ich will nicht mit in all diese Kriege rutschen. Migration! Ja, willkommen, willkommen. Alles gut. Wir dürfen das mit der Kontrolle schon hinkriegen. Noble. So, ab hier hoch. Hyas. Lord and Hero. I suppose so. We have met before. Jetzt dahin. I must keep my holy vow. No! It shall be so. Taking my leave. Das haben wir, das bauen wir auch noch vollständig aus. Also wir haben sehr viele Waffenkammern. Ein Großteil unserer Soldaten profitiert von dieser Rüstung. Also wirklich abartig viel. Um das mal ganz kurz zu zeigen. Das sind meine Bogenschützen. Und meine Bogenschützen haben 31 Rüstung. Ja? Wenn man sie normal rekrutiert, haben sie 15. Jetzt weiß ich nur nicht, warum die Zahl ungerade ist. Haben wir irgendwo hier noch durch einen Bonus? Irgendwo haben wir noch einen Bonus dazu. Protector of the Realm. Wenn es mit der Kontrolle nichts wird, dann kommt eben jedes... Wie in England, jedes zweite Gebäude eine Trinkstube. Lord. Ja. For Bretonia. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Einfach nur yes. Yes, mate. Ja, naja, wir sind voll, oder?
Und so ein bisschen Ritterlichkeit, was wir verlieren, dadurch, dass wir Lösegeld nehmen, das schadet uns jetzt auch nicht. Wir machen ihn noch stärker. Dann machen wir hier noch stärker den lieben Schwenso und hier machen wir auch noch mehr irgendwas, keine Ahnung, Angriffskraft, I don't know. Und magietechnisch nehmen wir hier noch Korruption, Zubi. Doch, 15 ist ja dann ungerade, natürlich. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich gerechnet habe. Falsch. So will ich sicher. Falsch gerechnet. Okay, hier machen wir dann noch das rein. So. Ja, das ist jetzt nicht richtig. Also. Wir werden gleich sehen, wie sich unser rattiger Freund hier bewegt. Er steckt ein bisschen in der Bedrohung. Auf der Seite hier kommt eine Armee. Hier stehen wir. Er könnte hier runter. Er hat sie gerade zerschossen. Er hat wahrlich gerade die zerschossen. Da sind unglaublich viele Sturmratten drin und Sturmratten-Hellebardisten. Gerade die Hellebardisten sind böse. Könnte es das sein? 17. Okay, wenn jetzt hier die nächste Armee noch hingeht, ne? Und dann sie besiegt wird, dann wird das die Konföderation sein. Aber ziemlich sicher. Aber sowas von sicher. Also weit kommen wir jetzt nicht. So, meine Damen und Herren, aber es ist tatsächlich so, dass wir bereits durch sind mit dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter. In der nächsten Folge werden wir die ganzen Schiffe noch in die Richtung schieben. Wir werden das hier noch holen, damit wir Herrscher über die Meere sind. Mit den Hochelfen werden wir noch Bündnisse haben. Oder da will ich zumindest hin, aber nein, nein. Du Narr. Jetzt weiß ich auch, jetzt wisst ihr auch, warum ich kein Bündnis mit ihm wollte. Das ist mir egal, die Hochelfen, mit denen will ich mich dann... Wenn es sein muss, falle ich ihm sogar in den Rücken. Scheißegal, dann holen wir hier die ganzen Sachen. Das ist mir völlig egal. Also das ist töricht. Dieser Krieg, er ist dumm. Nun denn, ich habe extra keine allzu guten Kontakte zu ihm gepflegt. Hat sich bezahlt gemacht. So. Wir werden in der nächsten Folge hier noch durch. Das dürfte spannend werden. Miragliano und je nachdem, wie groß Skavenblind noch ausgebaut ist, Skavenblind halt noch, dann rutschen wir hier weiter, ne, so in diese Ecke. Und dann drücken wir hier rein und werden mit der Forschung das ein oder andere noch dazu holen. Also die sind wahrscheinlich alle tot. Und die nicht, die werden wahrscheinlich, die vielleicht, ne, weiß nicht, die zwei sind wahrscheinlich weg, die leben noch und hier weiß ich es nicht. Aber das ist Vorbereitung, ne. Wenn wir dann hier reindrücken. Obwohl, ich könnte es kurz nachgucken. Moment. I have time. Und zwar unter Umständen dürften sie... Ich glaube, Leon Körris Geschichte. Kann das sein? Lord of the Asrei. Es ist möglich, dass Leon Kör tot ist. Ich glaube, Leon Kör ist gestorben. Das werden wir in den nächsten Folgen herausfinden, meine Damen und Herren. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns
in der nächsten Folge. Es ist spannend. Macht Spaß mit dem Bretter. Alright, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.